So, also das sind schon mal zwei der großartigen Heringe, die ich hier produziert habe. Die waren jetzt noch mit dem Messer. Ich kaue schon wieder an den tollen Kaugummi hier rum. Ja, ein Kaugummi ist, glaube ich, schon von daher eine gute Idee, weil man da halt wirklich lange, lange, lange von was hat. Wenn man keinen Bock mehr hat, darauf rumzukauen, legt man ihn irgendwo hin und kaut nachher weiter. Egal. Jedenfalls, das sind die zwei, die ich mit dem Messer gemacht habe. Die verbaue ich jetzt schnell. Ja, und dann nutze ich die Gelegenheit und werde hier mal gerade wieder was drüber quatschen. Und zwar, ich habe ja das Glück, dass an meiner Bundeswehr, wie heißt das Teil? Zeltbahn heißt das Teil, schon die Schlaufen hinten dran sind. Sonst hätte ich da jetzt mit meinem wenigen Material noch irgendwelche Schlaufen ranmachen müssen. Hätte auch funktioniert, dafür hätte ich wahrscheinlich die sehr dünne Schnur nehmen müssen. Aber so geht es jetzt natürlich auch ohne. Was mich ein wenig aufhält und das Ganze etwas mühsam macht, ist, dass ich nur leichte Sportschuhe anhab und keine Stiefel. Und dadurch ist das ja in den Boden treten von einem Hering gar nicht so einfach, wie es ist, wenn man einen Stiefel anhat. Also halt gewöhnlicherweise. Deshalb dauert das ein wenig, außerdem habe ich es ja nicht eilig. Hab das Ganze aber jetzt ganz leicht beschleunigt. So, im faulen Sackmodus, in dem ich mich so ein bisschen befinde, weil es halt auch jetzt wirklich dunkel wird, habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal, ich habe die nämlich noch so selten benutzt, das Original in Anführungszeichen Gestänge für solche Militärzeltplanen, das da aussieht. So. Ja, und das ist eine schöne Gelegenheit, dass ich dieses Gestänge mal ausprobieren kann. Das habe ich nämlich noch nie verwendet. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile, aber meistens suche ich mir ja Stöcker, wenn ich mir mit der Zeltbahn irgendwie einen Unterstand baue. Von daher macht mir das jetzt gerade richtig Spaß. Kleines Problem bei dieser ganzen Zusammenbaugeschichte ist jetzt, dass ich natürlich Schnüre brauche und da nehme ich jetzt selbstverständlich die Dinge aus der tollen, ja, aus dem Survival Kit in a Can. Und das bedeutet enorm viel Fummelkram. Ja, jetzt realisiert der Ben gerade, dass er keine Schnur dabei hat. Ja, jetzt muss er nochmal losstapfen und welche holen. Ja, und eben diese Schnur ist halt sehr, 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 sehr dünn, weshalb das ein großes Gefummel gewesen ist, das Ganze mit dieser dünnen Schnur abzuspannen. Da ist ein einfaches Stück Paracord natürlich besser geeignet, weil es halt nicht gar so dünn ist. Aber ja, wie man dann irgendwann sieht, hat es funktioniert. Und auch diesen Clip habe ich jetzt wieder ein bisschen beschleunigt, so ungefähr 50%, also doppelt so schnell halt. Ja. Ja, und ich habe mich dann auch gar nicht großartig mit Knoten aufgehalten, sondern das einfach mit so einer Wicklung befestigt. Hat eigentlich auch bombensicher gehalten. Sache ist die, Knoten machen ist mit so einer dünnen Schnur schon auch wieder so schwierig, dass man mit so einer Wicklung meiner Meinung nach dann fast sicherer dran ist. Und ja, es hat funktioniert. So, für die andere Seite habe ich jetzt nur noch ein relativ kurzes Gestängesegment übrig. Das sollte aber trotzdem einigermaßen funktionieren, dann wird es ein bisschen asymmetrisch. Was eher mein Problem ist, ist, dass ich nur noch wenig Schnur übrig habe. Das ist ein bisschen wenig, diese sogenannte Universalschnur da, die da dabei ist. Da habe ich jetzt auf der Seite ein bisschen viel verbraucht. Hätte ich sparsamer sein sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Jetzt gucke ich mal, wie ich damit hinkomme. Aber ich brauche ja vorher noch einen Hering. Und den versuche ich mir jetzt wirklich ein bisschen mit der Rasierklinge scharf zu kriegen. Ups. Gucken wir mal, ob das so halbwegs beim recht harten Holz hier funktioniert. Ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass ich mich da verletzen könnte. Also ich habe den Eindruck, es hilft, wenn man schön flache Schnitte macht. Reduziert wohl das Verletzungsrisiko ein wenig. So. Ist schon umständlicher als mit dem richtigen Messer. Und braucht Zeit. Gut, so würde ich den jetzt notfalls schon in den Boden kriegen. So, machen wir es mal so.
Das ist halt was. Wenn jetzt auch noch Zeitmangel dazu kommt, zu dem Survival-Szenario, in dem man sich befindet, aber das macht nichts. Ich krieg den so schon in den Boden rein. Na, ich probiere es mal aus, ob das reicht. Also es geht. Man kann mit dieser Rasierklinge tatsächlich zum Beispiel eben einen Stock spitz kriegen. Man braucht halt nur wirklich Zeit. Wenn dann halt noch ein Ast drin ist, den kann man natürlich nicht wegknibbeln mit dem Ding. Ja, ich probiere es mal so. Mein kleiner Rest Schnur. Und versuchen wir es mal. Ja, und auch hier natürlich wieder das Problem mit meinen Pfoten, die ohnehin schon unqualifiziert sind, dann noch mit einem sehr dünnen Schnürchen hantieren müssen. Und ja, da kann man es, glaube ich, ganz gut erahnen, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, irgendwie irgendeinen Knoten zustande zu bringen, mit dem man diese Schnur da festmachen kann. Das ist halt echt eine Fummelei. Und es kommt noch erschwerend dazu, dass es jetzt auch schon ziemlich kalt geworden ist und ich einfach auch noch kalte Hände habe, mir also das Fingerspitzengefühl ein wenig abgeht. Ja, aber irgendwann steht's. Also so viel kann ich schon mal verraten, dass es irgendwann steht und irgendwann auch sogar einigermaßen gut steht. Ja, also schön ist das nicht. Ich krieg's irgendwie nicht wirklich hin, das Ganze auf Spannung zu kriegen mit diesen dünnen Schnürchen. Wenn ich mir jetzt noch zusätzliche Heringe mache und die jeweiligen Randecken noch abspanne, könnte sein, dass das noch ein bisschen Zusatzspannung bringt. Und das mache ich jetzt auch, aber das mache ich nicht, filme ich nicht. Und dann gucke ich mal, vielleicht bringt das ja noch zusätzlich was. Ansonsten, so ist es immerhin ein einigermaßen brauchbarer Notunterschlupf. Ja, und fast wäre es mir peinlich gewesen, aber jetzt steht da doch ein einigermaßen gemütlich aussehendes Shelter, wie ich finde. Für meine aktuellen Zwecke reicht es vollkommen aus. Da könnte man allerdings auch durchaus drunter übernachten. Ich lege mir da jetzt noch eine Isomatte drunter, die ich natürlich nicht dabei habe. Und fertig ist das kleine gemütliche Lager. So, also wenn ihr wüsstet, wie gemütlich das jetzt hier gerade ist, es ist ein bisschen niedrig, aber das ist halt eben nun mal die Dackelgarage, die heißt durchaus berechtigterweise so. Aber doch, es ist auf jeden Fall gemütlich. Ich habe jetzt hier zu Zwecken dessen, dass man mich noch sieht, wieder meinen Fackeltopf rausgekramt. Und habe jetzt folgenden Plan. Also ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen sehen. Ich habe die Dose jetzt mal auf die Sachen, die ich jetzt auch ausprobieren möchte, reduziert. Und zwar wäre das so ein Zunderwürfel. Vielleicht auch gleich beide. Mal gucken. Das kommt mir nicht darauf an, das Zeug jetzt großartig aufzuheben. Also es gibt alles, was da drin ist, ist ersetzbar. Da sind jetzt keine wahnsinnigen großartig tollen Schätze drin. Ich finde diese kleine Schnur, die ich jetzt nicht verwendet habe, die eine habe ich ja verbaut, die weiße Nylonschnur, hier für mein Shelter. Aber die andere, die auch auf dieser kleinen Rolle ist, die
hebe ich mir, glaube ich, auf. Die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Die ist klein, kompakt, scheint richtig viel zu sein, ist erstaunlich stark. Die gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Aber ja, gut, was ich jetzt vorhabe ist, ich möchte mir einen Tee kochen. Den koche ich mir, weil ich da nichts verschwenden möchte, wirklich in der Tasse. Hat natürlich auch keine Tasse dabei. Nein, ich habe nur die Survival-Dose. Ne? Ich habe keine Tasse. Nein. Und ja, wie gesagt, den Tee möchte ich nicht verschwenden. Ich will aber trotzdem testen, ob man in dieser Dose selber die halt eben auch als Kochgefäß hernehmen kann. Und deshalb werde ich mir in der Dose die Suppe kochen, denke ich. Das Suppenpulver ist eh nur für eine sehr geringe Wassermenge ausgelegt. Ich denke also, wenn ich die halbe Suppentüte auf die Dose mache, dann kriege ich hoffentlich irgendwas, was einigermaßen schmeckt. Ich bin gespannt. Und da ich jetzt kein Lagerfeuer machen möchte, verwende ich meine kleine Buschbox. Hier ist sie. Und damit mache ich jetzt ein kleines Feuerchen für die Suppe. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Holz zusammengesammelt. Das wird jetzt auch nicht lange reichen. Es geht mir nur darum, testhalber, eben mit den Utensilien, die zur Verfügung stehen in der Dose, die Suppe heiß zu machen. So, da steht die Buschbox rum und Plan ist nun folgender, dass ich hier so einen Sünderwürfel reinschmeiße, den sieht man hoffentlich. Beziehungsweise, ich glaube, ich sollte ihn erstmal entzünden, bevor ich ihn reinschmeiße. Und in der Hoffnung, also wenn der wirklich gut brennt, dann müsste ich ja eigentlich mit kleinem Holz nachlegen können. Und eigentlich müsste das dann funktionieren. Und ja, jetzt muss ich den natürlich noch mit irgendwas anzünden. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal, ob so ein hoffentlich überall Zündestreichholz, andersrum, wirklich überall zündet. Idealfall würde ich mir jetzt natürlich einen Stein suchen. Ich habe aber keinen Stein bekanntlich. Und ich werde jetzt mal versuchen. Ich habe halt auch keine große Erfahrung mit so Überall-Zünder-Dinger. Da werde ich mir jetzt zunächst mal welche kaufen. Also päckchenweise. Aber ich hoffe jetzt zumindest, dass sich das tatsächlich auch an einer rauen Hose zum Beispiel entzünden lässt. Mal gucken. Vielleicht an einer rauen Jackenstoff. Naja, das geht auch nicht. Und da ich immer noch keinen Stein habe und mir sonst keine Option einfällt, muss ich wohl oder übel das Entzünden dieser Streichhölzer irgendwie nachreichen. Das probiere ich mal in irgendeinem anderen Video aus, ob ich es an einem Stein ankriege oder was für ein Material man da braucht. Jetzt cheaten wir ein wenig. Also wir halten fest, so richtig überall Zünder sind die nicht. Aber ansonsten brennen sie gut. Jo, und der Zünderwürfel, gut, das seht ihr selber, ist in Ordnung. Das schmeißen wir jetzt mal da rein. Und dann feuern wir da mal ein bisschen los. Holz ist relativ nass, also das könnte wirklich besser sein. Ich hege die Hoffnung, dass es trotzdem funktioniert. Ja, also wie man sieht, Projekt gelungen, das brennt. Machen wir in der Zwischenzeit noch ein bisschen Holz klein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel Holz. Ich hoffe, es reicht halt eben für ein bisschen warme Suppe. Aufgrund der Dunkelheit hatte ich jetzt keine Lust, großartig rumzusuchen. Mit Stirnlampe dann. Und das Resultat ist jetzt halt ein bisschen Holzmangel. Jetzt werde ich natürlich eingeräuchert. So, mal gucken. Also man kann sehen, drauf steht
draufstehen tut schon mal. Ich frage mich übrigens derweil, wo ich meine Stirnlampe eigentlich hingelegt habe. Das ist der Klassiker, dass ich dann wieder nicht weiß, wo ich meine Lampe hingelegt habe. Macht ja nichts. Notfalls habe ich ja diverse brennende Lichtquellen. Meine Hoffnung ist jetzt, dass das sehr schnell heiß sein könnte, das Wasser, weil die Dose ist dünn. Und es ist ja auch nicht viel Wasser. Und dann werde ich mir da ein kleines bisschen von dem Suppenzeug, hier ist es, reinkippen. Und dann mal gucken, ob man das in irgendeiner Form dann schlürfen kann. So. Ich müsste noch ein bisschen Holz nachschmeißen erstmal. So, nehmen wir mal einen Löffel heißes Wasser. Ja, die Bezeichnung heißes Wasser ist noch übertrieben, aber es ist auf jeden Fall schon warm. Dann... Also ihr seht, ich bin hier selber am Experimentieren. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das was wird. Blub. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht im Rauch hänge, während ich mir das da reinkippe. Ja. Ist voller als erwartet. Wasser dehnt sich halt aus, wenn es heiß wird. Das kann man jetzt hier im Fall dieser Dose echt richtig schön beobachten. Die war eben noch nicht voll und jetzt läuft es fast drüber. Wir haben jetzt ungefähr den halben Beutel drin. Und lass das jetzt ein kleines bisschen ziehen und dann werde ich mal einen Löffel nehmen. Ich lasse das, glaube ich, einfach auf dem Obo stehen. Dann habe ich schon schön serviert, in Anführungszeichen. Da ich ja den Luxus habe, einen Löffel zu besitzen. Ja, probieren wir mal. Suppe. Boah, geil. Richtig schöne Bouillon. Ja, cool. Ich bin begeistert. Ben freut sich. So, also tatsächlich ist das Süppchen jetzt wunderbar fertig. Jetzt weiß ich nicht, das Problem war, jetzt ist mir gerade die Kamera eben abgerauscht, deshalb weiß ich nicht, was ich euch jetzt schon zur Suppe erzählt habe. Ich nehme hier mal einen Löffel. Also, die ist wirklich unglaublich motivierend, also so vom mentalen Faktor her, dass die ja dafür gedacht ist, quasi einem die Lebensgeister wieder zu wecken und die der Psyche gut zu tun. Muss ich sagen, das funktioniert wirklich wunderbar. Ich mag so eine Suppe auch. Das ist ein richtig schöner Bouillon mit so ein bisschen hühnerartigem Geschmack. Ist natürlich alles Chemie, aber hier draußen ist die jetzt richtig, richtig gut. Das Kochen in der Dose funktioniert absolut problemlos. Das ist echt eine super Sache. Ja, gucken wir einmal kurz runter. Ihr seht, ich habe die jetzt einfach gerade so auf dem Hobo stehen gelassen. Und da kann ich die jetzt einfach rauslöffeln. Das ist echt eine tolle Sache. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich jetzt meine Suppe da nicht wirklich runterkriege, weil ich Angst habe, die Hälfte zu verschütten, wenn ich das jetzt mit zwei Stöckchen runterhebe. Und das wäre doch schade drum. Und deswegen löffel ich die jetzt erstmal in Ruhe aus. Versuche hier nicht zu errauchen wegen meinem langsam ausrauchenden Hobo. Das Raucharoma gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so ein gewisses Extra. Und dann geht es weiter mit Tee kochen.
So viel Zeit habe ich auf jeden Fall noch. Und vielleicht koche ich mir dann noch was anderes. Ja, das sehen wir dann. Ich finde es jetzt hier gerade richtig gemütlich in meinem kleinen Lager. Ja, mit der Beleuchtung klappt es auch einigermaßen. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Fackeltopf noch brennt. Sonst habe ich auch noch zwei normale Fackeln. Läuft alles nach Plan.